Ich habe keine Ahnung, was mit meinem OBS heute los war oder ist. Das ist jetzt schon dreimal abgestürzt. Ja, nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da gerade mit OBS los ist. Der spackt da gerade richtig rum. Oder ist es meine Verbindung? Aber eigentlich kann das nicht sein. Gut. Wie kann ich hier denn sehen, wo ich lang muss? Da in zwei Seite zwar ganz cool. Warte mal, muss ich hier lang? Ich würde einfach nur wissen, irgendwo eine kleine Information. Wo ich lang muss, weil ich habe das nämlich eben nicht gelesen. Ich muss hier irgendwie aus dem Hotel raus. Ich glaube, das war das. Warum zeigt denn Twitch eine komische Bitrate an? Was ist denn hier los? Ich habe eher das Gefühl, dass OBS abstürzt. Also ich weiß nicht, das war eben alles ein bisschen wirklich. Wirklich komisch. Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Weißt du, wie wir da raufkommen? Ich muss mal meine Kopfhörer lauter stellen. Wow, unglaublich. Das ist doch schön, was ist denn los, Ellie? Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. No. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur... Schon gut, Joel. Gut, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Aber ich glaube, ich habe da schon einen Weg gefunden. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Okay. Als ich dachte. Hey, hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Jetzt schieb. Schieb fester. Na also. Gehen wir. Schafft die das? Also in dem Alter hätte ich ein paar Probleme. Aber ja, hat mich schon gewundert, warum die Ellie uns hier nicht geholfen hat. Einfach aus dem Aspekt, dass ich halt schon glaube, ich könnte es ruhig machen.
selbst ein bisschen Kraft ist halt auch eine gewisse Art von Kraft. Da gibt es auch wieder Loot. Loot, 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 Loot. Oh, 5 Sachen zum Upgraden. Können wir wieder eine Waffe verbessern. Ich mag ja so postapokalyptische generell so Spiele. Obwohl 7 Days mit eigentlich schon ganz cool ist. Mit allen Sachen untersuchen, etc., etc. Hier ist es halt storylastig, klar. Guck mal, wir sind draußen. Ist doch schön, frische Luft. Mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist es das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut, du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht. Es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geh zum Tor. Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Das kann nicht stimmen. Dass die Crew tot ist? Ich glaube nicht, dass Eindringlinge sie alle erledigt haben. Was denn doch? Vielleicht kommt das Militär zurück. Vielleicht hat es Junge. Das Militär interessiert sich nicht hierfür. Hör mal, wenn überhaupt waren das Eindringlinge. Wir finden sie, wie immer. Hoffentlich. Okay, hier in der Nähe war jetzt keiner. Eigentlich im Sinne spiele ich die ganze Zeit die gleichen Spiele. Nur halt mit anderem Setting. Verstecken, schleichen, Pfeil im Bogen, schießen, etc., etc. Siehst du's? Natürlich.
Au! Hat die auf mich? Was zum Geier? So, der ist allein. Das bedeutet theoretisch. Der denn her? Die Steuerung ist hier halt ultra schwer. Ich komme, das ist irgendwie sehr schwierig, finde ich. Also wenn ich weiterhin so Probleme habe mit diesen Zielen und allem drum und dran, muss ich vielleicht anders da machen. Ich glaube nicht, dass Eindringlinge sie alle erledigt haben. Was denn doch? Vielleicht kommt das Militär zurück. Vielleicht hat die Jungen. Das Militär ist... Alle her, das hasse ich. Ich finde das Nachladen hier sehr komisch. Gut gemacht. Einfach so. Komm, steh auf. Wo kommen die denn her? Ich sehe drei Stück. Ja, pff, nö. Natürlich haben die auch alle. Lauf, Mann, da los!
Der bewegt sich viel zu langsam. Ich glaube, das Spiel werde ich abbrechen, Yuna. Weil das ist mir, ich komme mit der Steuerung einfach irgendwie, finde ich komisch. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redest du? Eindringling! Da drüben! Ja, natürlich. Auf einmal sind sie hinter mir. Natürlich, der da oben war zwar tot, aber... Woher? Ich verstehe es einfach nicht. Woher kommen die? Aus allen Ecken oder was? Verdammt! Oh, meine Augen habe ich 3. Und auf einmal. Nicht schlecht. Kommen sie von allen Ecken. Das ist doch Bullshit. Wo kommen die denn auf einmal alle her? Hinter diesem Auto! Weiter, Wally! Natürlich auch nichts. Haben aber selbst unendlich Muni. Ist ja nicht so, als könnte man die durchsuchen. Ich will gerne nachladen. Wie lädt man denn automatisch nach? Zielen und feuern. Okay, ihr könnt kommen.
Wieso ihr? Wie war ich? Hätte ihr das Ding gelassen? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Denk dran, die Ellie ist 14. Aber America! So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Also ich bin mal gespannt, ob ich auf einfach hier besser klarkomme, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht. Die Steuerung ist mir nicht knackig genug. Vielleicht werde ich auch einfach alt oder verwöhnt. Kann natürlich auch sein, ne? So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt so ein leicht riesiger Stein vom Herzen. Dass wir mit Ghost of Tsushima durch sind. Aber ich hatte nämlich da schon die Befürchtung, dass ich so wenig Lust auf das Spiel habe. Also eigentlich schon auf das Spiel selbst, aber so wenig Lust auf das Zocken des Spiels. Dass ich gegebenenfalls wieder so ein Projekt habe. Wo ich zum Beispiel, so ein Spiel, was ich angefangen und nicht beendet habe. Da hatte ich leicht die Befürchtung, dass Ghost of Tsushima davon auch betroffen sein werden könnte. Aber das scheint ja jetzt nicht der Fall gewesen zu sein. Obwohl ich am Ende auch froh war, es durchzuhaben. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie komisch, so zu viele Spiele anzuhaben. Ich weiß im Übrigen immer noch nicht, wie man nachlädt. So, Luft ist rein. Scheint alles gelootet zu sein. Die Ellie müssen wir nicht aufpassen. Da geht's weiter. Aber ich will gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist. Oh yeah. Wir können bauen und craften den ganzen Tag. Denn bauen und craften ist das, was ich mag. Oh yeah. Also Bayonetta 3 haben wir ja schon gespielt. Meine Frage ist, hättet ihr mal... Jetzt mach dein Ding, Ellie. Okay. Jetzt mach dein Ding. Komm schon. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Die Ellie ist nicht schlecht. Das kannst du schon. Muss man schon mal sagen. So, Klinge.
mal hoch. Ja, jetzt lass mich doch mal den Lappen hier mitnehmen. Hilf mir hoch, hat sie gesagt. Aber das Ding kann ich nehmen, ne? Hilf mir mal damit. Eine Werkbank. Dann mal los. Wollen wir mal gucken, was wir machen können. Waffenhalfter. 9mm Pistole, Revolver. Gewehr können wir noch nichts machen. Hier Rückstoß, Bogen. Schlecht. Nicht schlecht. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein, haben wir nicht. Scheiße, runter, runter. Na ja, wenigstens sind sie, ja, und killen einfach alles. Eine sehr komischer Motorhaubenschmuck. Wir hätten ja auch mehr mit der Frau machen können. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Ja, sowas mitzukriegen ist natürlich... Gehen wir zur Brücke. Okay. Nicht einfach. Also die Story fesselt mich, das Gameplay jetzt... Meh. Gefällt mir aber, dass wir der Ellie so ein paar Sachen in die Hand drücken. In dem Schrott muss eine ganze Armee sein. Oh, komm schon. Zum Tausch gedrückt. Will mal was gucken. Kann ich den? Mist. Ah, Klingen sind relativ selten, ne? So, Lappen ist alles soweit okay, aber Bänder und so, alles kein Thema, aber Klingen. Nicht mehr viel machen. Wollen wir jetzt hier lang? Ja gut, wir können dann nur da lang. Okay. Hier kann ich nicht rein. Ich hätte es ja versucht. Aber wir haben ja ein festes Ziel. Wenn ich das auch nicht so schlimm finde. Ah.
Dawn of the Wolf. Part 2. Sagt mir nichts. Ich habe von der Crew im Osten gehört. Die haben nichts. Das ist ja, das fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie die auch nicht.